more spider people are there? Save it for Comic-Con. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der stärksten Versionen von Spider-Man. In dieser Liste sehen wir uns die stärksten Spideys aus Film und Comic an. Welche Version von Spider-Man ist euer Favorit? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Nummer 10. Mary Jane Watson aka Spinneret. In dieser alternativen Realität haben MJ Watson und Peter Parker eine Tochter, Annie, die Spinnenkräfte hat. Sie werden zu einem familiären Trio im Kampf gegen das Verbrechen, als MJ einen Anzug erhält, der ihr ebenfalls Kräfte verleiht. Der Anzug gibt ihr alle Kräfte von Peter, entzieht ihm aber auch alle seine Kräfte. Schließlich erhält sie von Liz Allen einen anderen Anzug, der sich als der Symbiont Venom entpuppt. Mit diesem neuen Anzug kann sie weiterhin mit ihrem Mann gegen das Verbrechen kämpfen, ohne dass ihr die Kräfte entzogen werden. Vielleicht ist sie sogar ein bisschen stärker als Peter, denn MJ hat auch die Fähigkeit von Venom. Nummer 9. Peter Parker aka Spider-Man. Das ist der Parker, mit dem alles begann. In den 60er Jahren wurde Peter Parker in Amazing Fantasy 15 eingeführt. Hier sahen wir zum ersten Mal seine heute üblichen Kräfte: Spinnensinn, Superstärke, Beweglichkeit, Schnelligkeit und das Kriechen an Wänden und vieles mehr. Leider war dies die letzte Ausgabe der Serie, aber zu unserem Glück kehrte Spider-Man kurz darauf in seiner eigenen Serie zurück. Obwohl viele Spideys nach ihm kamen, ist diese Version von Spider-Man diejenige, auf der alle Live-Action-Filme basieren. Als Grundfigur ist er definitiv nicht der stärkste Held, aber seine liebenswerte Persönlichkeit und sein komödiantisches Timing machten den ursprünglichen Spider-Man zu einer beliebten Figur. What are you? You a cop? Really? You seriously think I'm a cop? Cop in a skin-tight red and blue suit? Nummer 8. Dr. Otto Octavius aka Superior Spider-Man. Für diejenigen, die die Comics nicht kennen, sei kurz nachgefragt. Als Doc Ock auf dem Sterbebett lag, schmiedete er einen Plan, bei dem er sein Bewusstsein mit dem von Peter Parker tauschte, wie bei Freaky Friday. Kombiniere Peters Spinnenkräfte mit dem arroganten Genie von Otto Octavius und man bekommt einen überragenden Spider-Man. Mit einer neuen Lebenseinstellung schwor Otto, ein besserer Spider-Man zu sein, als Peter es je sein könnte. Er fand neue Wege, die Kriminalität in New York einzudämmen, indem er seine Armee von Spider-Bots schuf, die in der Stadt patrouillierten. Er scheute auch nicht davor zurück, die volle Kraft seiner Kräfte zu entfesseln, als der Scorpion den Kiefer zerschmetterte. Es genügt zu sagen, dass er nicht gerade der freundlichste Spider-Man der Nachbarschaft war. Nummer 7. Penny Parker aka SPDR. Sie taucht in Spider-Man Into the Spider-Verse auf und ist definitiv eine der einzigartigen Versionen des Spider-Man-Mythos. Penny wurde, genau wie ihre Gegenstücke auf der alternativen Erde, von einer radioaktiven Spinne gebissen. I'm from New York in the year 3145. I have a psychic link with a spider who lives inside my father's robot. And we're best friends. Forever. Dieser Biss hat eine psychische Verbindung mit einer Spinne hergestellt, die im Roboter ihres Vaters, SPDR, lebt. Diese Verbindung ermöglicht es Penny, die Kontrolle über SPDR als Pilotin zu übernehmen. Gemeinsam mit SPDR kann Penny sich in Marys Haus gegen Kingpins Schergen behaupten. Wir sehen jedoch, wie Penny SPDR wieder aufbaut, sodass die beiden hoffentlich bald wieder in Aktion treten können. Nummer 6. Tobey Maguire's Peter Parker aka Spider-Man. Maguires Darstellung von Spider-Man ist ein Fan-Favorite, seit er zum ersten Mal auf der Leinwand zu sehen war. Die Figur folgt ziemlich genau den Ursprüngen seines Gegenstücks aus Erde 616. Er hat den Spinnensinn, die übermenschliche Kraft, die Geschwindigkeit und die Fähigkeit, an Wänden zu krabbeln. Aber der Peter aus diesem Universum braucht keine mechanischen Netzwerfer. Sein Körper erzeugt die Netze und schießt sie direkt aus seinen Handgelenken. Diese Änderung geht auf den Regisseur Sam Raimi zurück, der es nicht für glaubwürdig hielt, dass ein Highschool-Schüler so etwas Komplexes wie einen Spinnnetz-Shooter herstellen kann. Wir vermuten, dass es geklappt hat, denn Spider-Man 2 wäre ein ganz anderer Film geworden, wenn Peter bei dem Versuch, den führerlosen U-Bahn-Wagen zu stoppen, die Spinnenweben ausgegangen wären. Nummer 5. Gwen Stacy aka Spider-Woman. Vor Mary Jane Watson war Gwen Stacy das Mädchen in Peter Parkers Leben. Im Hauptuniversum war sie seine erste große Liebe. Sie waren auf dem College ein Paar, aber als Norman Osborn Spider-Mans Identität herausfand, entführte er Gwen. Im darauffolgenden Kampf zwischen Spidey und dem grünen Kobold kam Gwen auf tragische Weise ums Leben.
Auf der Erde 65 ist Gwendolyn Stacy diejenige, die von einer radioaktiven Spinne gebissen wird. My name is Gwen Stacy. I was bitten by a radioactive spider. And for the last 2 years, I've been the one and only Spider-Woman. Da ihre Geschichten parallel verlaufen, hat sie alle dieselben Kräfte wie Spider-Man. Aber Spider-Woman hat etwas, was Peter Parker nicht hat. Ein Ticket zum Multiversum. Das Gerät wurde mit Hilfe von Gwen Stacy von Erde 3109 entwickelt und gab Erde 65 Gwen die Fähigkeit, zwischen den Dimensionen zu reisen. Nicht viele Spideys können das übertreffen. Nummer 4. Miguel O'Hara, aka Spider-Man 2099. Miguel O'Haras DNA aus der Zukunft wurde nicht durch einen radioaktiven Spinnenbiss, sondern durch ein schiefgelaufenes genetisches Verfahren verändert. Obwohl die Ursache dafür eine andere war als bei anderen Versionen von Spider-Man, hat er dennoch die meisten übermenschlichen Fähigkeiten entwickelt. Es gibt jedoch ein paar Dinge, die ihn von anderen unterscheiden. Offensichtlich lässt er keine Beine aus, denn er kann bis zu 10 Meter hoch in die Luft springen. O'Hara hat außerdem einziehbare Krallen und Reißzähne, kann sehr weit sehen und produziert wie Tobey Maguires Version organische Schwimmhäute. Wie in einem Science-Fiction-Film ist er auch telepathisch und kann auf diese Weise mit anderen kommunizieren. Alles in allem ist dies ein Spider-Man, gegen den wir weder jetzt noch in Zukunft antreten wollen. Okay, so we're just gonna roll the dice on this? So what do you say, pal? Where do you wanna go first? Let's start at the beginning, one last time. Nummer 3. Tom Hollands Peter Parker, aka Spider-Man. Spider-Man im MCU zu sehen, wurde von den Fans lange erwartet und es hat sich wirklich gelohnt. On the ruse! Nice job, kid. Da die Ursprungsgeschichte schon so oft erzählt worden war, übersprangen die MCU-Kreativen sie einfach und begannen damit, dass Peter Parker mit Tony Stark zusammenarbeitete. In Spider-Man Far From Home verrät Mysterio, dass sie sich auf Erde 616 befinden und dass die Kräfte, die er von der Spinne erhalten hat, denen jedes anderen Spider-Man entsprechen. Mr. Beck is from Earth. Just not yours. There are multiple realities, Peter. This is Earth, Dimension 616. I'm from Earth 833. Er kann sowohl mit dem Falken als auch mit dem Wintersoldaten mühelos fertig werden und fängt Buckys Schlag ganz lässig ab. You have a metal arm? That is awesome, dude. Die Anzüge, die Tony Peter gibt, haben ein paar Extras wie KI, Waffen und einen Sofort-Kill-Modus, sodass er mit Sicherheit die Oberhand über die meisten anderen Spideys haben würde. Nummer 2. Miles Morales. Auf jeder Erde, auf der Miles Morales ein Spider-Man ist, erweist er sich als einer der stärksten Helden der jeweiligen Realität. Wie auch andere Versionen des Webheads hat auch Morales eine Anpassungsphase, nachdem er gebissen wurde. You're suggesting is that we will... Aber im Gegensatz zu den meisten anderen kann er sich unsichtbar machen und hat einen ausgeprägten Spider-Man-Sinn. Wir lernen diese Version von Miles in Into the Spider-Verse kennen und anfangs halten ihn seine Ängste davon ab, sein wahres Potenzial, ein Held zu werden, zu verwirklichen. When will I know I'm ready? You won't. It's a leap of faith. That's all it is, Miles. A leap of faith. Sobald er im wahrsten Sinne des Wortes einen Vertrauensvorschuss bietet, sehen wir, wie mächtig er ist. Durch den geschickten Einsatz seiner Fähigkeiten wird er leicht mit Kingpins Schergen fertig. Es war nicht einfach, aber er konnte Kingpin sogar mit seinem elektrisierenden Venom Strike ausschalten. Hey. Bevor wir unsere Nummer 1 enthüllen, gibt es hier noch einige lobenswerte Erwähnungen. Ben Reilly, aka Scarlet Spider. Der genetische Klon von Peter Parker, der seine eigene Identität herausfinden wollte. Peter Parker, aka Sechsarmiger. Die sechs Arme waren nicht erwünscht, aber sie helfen definitiv in einem Kampf. Peter Parker, aka die Spinne. Er ist wie der normale Peter, wenn er ein mörderischer Supermensch mit einem Symbiontenanhang wäre. Peter Parker, aka Geisterspinne. Wenn Spider-Man und Ghost Rider ein Baby hätten, würde es wahrscheinlich Geisterspinne heißen. Spider-Hulk. Wir hoffen, seine Netze sind stark genug, um diesen Helden zu halten. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Peter Parker, aka Cosmic Spider-Man. Diesen Helden als Spider-Man zu bezeichnen, ist eine ziemliche Untertreibung. Peter Parker von Erde 13 wurde mit den Kräften der Enigma Force ausgestattet, die von den Himmlischen erschaffen wurde. Wie seine Pendants in anderen Universen hat er übermenschliche Spider-Man-Kräfte wie Geschwindigkeit, Stärke und Ausdauer. Außerdem verfügt er über Superheilung, Sehkraft und Gehör.
Er kann Dinge auf subatomarer Ebene wahrnehmen, Menschen zwingen, die Wahrheit zu sagen und Energie manipulieren. Der Nachteil ist, dass seine Kräfte verloren gehen, wenn er in ein anderes Universum reist. In seiner Welt ist er fast unschlagbar, was ihm den zweiten Namen Captain Universe einbrachte. Wir sagen fast, weil er von Solos im Spider-Man-Verse Comic-Event getötet wurde. Hey, auch der Mächtigste kann nicht immer gewinnen. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch doch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.